Ja, Gott zum Gruß, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen. Hulda Offenbauer. Ja, der Mund. Der Mund, er redet. Was redet er? Rede mit mir und ich weiß, wer du bist. Mit diesem heutigen Video möchte ich mit ganz einfachen Bibelstellen, die wir alle, weiß nicht wie oft schon gelesen haben, aber ich möchte sie euch in Erinnerung rufen. Denn es sind Selbstverständlichkeiten, die wir oft vergessen anzuwenden. Aber sie sind wichtig, sonst würden sie nicht in diesem Buch drinnen stehen. Wenn wir uns mal fragen, worüber reden wir? Worüber redest du? Worüber rede ich? Ja, und alles, was ich hier sage, ich schließe mich immer mit ein. Ja, das heißt, ich rede nicht für euch, sondern ich rede genauso zu mir. So, und jetzt schauen wir mal, worüber reden die meisten Leute am liebsten? Über die anderen, genau. Was tun sie da? Urteilen. Beurteilen, verurteilen, urteilen. Ja. Wir kennen aber niemals die Hinter- und die Beweggründe von dem anderen, die er hat. Das griechische Wort Krima heißt Gericht, das heißt richten, urteilen. Ja, und da fällt das alles hinein. Verurteilen, beurteilen, urteilen. Ja. Und Urteil heißt eigentlich, dass wir in diesem griechischen Wort jetzt, dass wir zu Gericht über jemand sitzen. Wir halten Gericht über jemand anderen. Und was lesen wir da in der Bibel drinnen? Matthäus Kapitel 7, Abvers 1. Überschrift, Elberfelder sagt, verurteilt niemand. Die Neue Genfer übersetzt das, die Überschrift mit Warnung vor selbstgerechtem Urteil. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, werdet ihr gemessen werden. So wird euch zugemessen werden. Und dann kommt jetzt diese berühmte Aussage. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken in deinem eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube mir, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen? Und siehe, in deinem eigenen Auge ist ein Balke. Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Das heißt, wir sehen oft Kleinigkeiten beim anderen, aber haben selbst, ich will mal sagen, viel Dreck am Stecken. Ja. Wir kennen ja alle den Ausspruch, kehre vor deiner Tür. Ja, das sagt, dass jemand besser seine persönlichen Angelegenheiten erledigen sollte, als sich um andere Dinge zu kümmern. Ja, man sollte nicht andere Dinge oder Menschen kritisieren, sondern man soll bei sich selber anfangen, denn da ist meistens nicht alles in Ordnung. Ein bisschen schärfer haben wir dann Römer Kapitel 2, Vers 1. Deshalb bist du nicht entschuldigen, Mensch. Denn jeder, der da richtet, ach so, denn du bist nicht zu entschuldigen, Mensch. Jeder, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Hoffnung für alle. Denn ihr klagt bei dem anderen an, was ihr selber tut. Ja, das heißt, wenn ich jetzt den anderen anklage und das, was ich dort sehe und anklage, ist eigentlich ein Spiegel. Das zeigt mir, dass es eigentlich mein Problem ist. Da wird mir eigentlich ein Spiegel vorgehalten. Ja, drum ist sehr interessant, was man sagt, wenn man streitet. Weil genau diese Sachen, die du den anderen vorwirfst, das ist dein Problem. Ja. Was klagst du beim anderen an, was du selber tust? Wir kennen das ja, Anklagen. Wer ist denn der Verkläger der Brüder? Den kennen wir genau. Wollen wir das auch, diese Charaktereigenschaft annehmen? Worüber reden wir noch? Ja, oft über das, was uns ärgert, was uns belastet, was uns aufregt, über die ganze Ungerechtigkeit, über die Beleidigungen, Demütigungen, wenn unsere Wünsche nicht akzeptiert werden, vielleicht sogar unser Rat verschmäht wird oder sogar noch mehr unsere Ansichten lächerlich gemacht werden. Darüber reden wir auch gern, ja. Oder wir regen uns vielleicht auf über die Dummheit der Menschen, ihre Unverlässlichkeit,
die Unpünktlichkeit, die Verschrobenheit der anderen. Oder vielleicht reden wir über die vierte Gewalt, ja, über diese ganzen Medien, die da uns etwas vorgeben. Aber wenn wir das tun, dann verherrlichen wir Rumpel, weil das ist sein Reich. Das ist sein Reich der Finsternis, was er hier aufgerichtet hat. Worüber reden wir? Über das, was wir selbst erlebt haben oder getan haben? Das tun auch viele Menschen, ja? Oder beobachtet einmal euch selber, ja? Man nimmt sich das sehr wichtig. Ja, und manchmal übertreibt man auch ein bisschen um des Lobes willen oder um, ja, dieses, oh, wirklich? Boah, na sowas, du bist ja toll oder irgendwie so, ja? Sind wir wirklich so wichtig? Ja, manche wollen durch diese ganzen Erzählungen beeindrucken, aber im Grunde sind es bedürftige Menschen, die dem Ego dienen. Und es gibt auch solche Menschen, wenn du denen was erzählst, die hören dir nicht einmal richtig zu, die lassen dich oft gar nicht ausreden und beginnen schon immer ihre Version. Ja, ich. Ja, geh nie auf deine Worte ein. Du hast kein Feedback, da geht es immer nur um das eigene. Ich meins, das eigene. Und jetzt schau mal, wo das herkommt. Johannes 8,44. Da wird Rumpel beschrieben, ja, und er redet aus dem eigenen. Das griechische Wort heißt Idios, heißt eigen, heißt auch gehörig. Ja. Wem gehöre ich? Wem gehörst du? Ich kann mich erinnern, mein Papa hat mich früher mitgenommen zum Frühshoppen. Ja, der war leider ein Alkoholiker und ich durfte halt immer mit, wenn er dann meistens am Wochenende zu den Heurigen ging. Und mich hat das ja nicht interessiert, was die da beim Tisch geredet haben. Ich war ein kleines Mädchen und bin dann immer im Garten irgendwo herumgelaufen oder sonst irgendwo. Und dann haben mich oft die Erwachsenen gefragt, wem gehörst denn du? Wem gehörst denn du? Wem gehörst denn du? Ja? Da habe ich immer gesagt, ich gehöre meinem Papa. Heute würde ich auch sagen, ich gehöre meinem Papa, aber meinem anderen Papa. Ja, nochmal zurück zu diesem Wort Idios. Es gibt auch das Wort Idiotes, ja, im Griechischen. Das ist ein Laie, das ist ein gewöhnlicher, ungebildeter Mensch. Und von diesem Wort kommt unser Fremdwort Idiot. Ja, nur jetzt so zum bisschen Nachdenken. Er redet aus dem eigenen. Oder wir reden aus dem eigenen. Das Gegenstück dazu ist Johannes 12, Vers 49. Hier spricht Jesus. Schauen wir mal, ob er auch aus dem eigenen redet. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen soll und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Das ist der krasse Unterschied. Und ich glaube, dass wir auch anhand dessen, was wir reden, erkennen können, diese Seite oder diese Seite. Reden wir es dem eigenen? Ist hier das Ego-Programm noch da? Oder reden wir das, was der Vater uns gezeigt hat, was Jesus uns gezeigt hat? Was war das, was Jesus eigentlich gesagt hat? Ist interessant. Es wäre vielleicht mal eine Hausaufgabe für jemanden, der viel Zeit hat, sich wirklich hinzusetzen. Worüber hat Jesus am meisten gesprochen? Ich nehme jetzt einmal eine Stelle her, wo wir sehen, womit er begonnen hat, was ihm das Wichtigste war oder was seins war. Ja, ich habe versucht, mal zu schauen, worüber er gesprochen hat. Letztendlich geht wirklich alles auf dieses eine hinaus. Nämlich Matthäus 4,17. Als Jesus gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, ging er von Nazareth, seiner Heimatstadt, weg. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, Doppelpunkt, Anführungsstrichel unten, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Das heißt, diese erste Predigt, der Beginn seiner Mission, seines Wirkens da draußen war ein Aufruf, sich zu bekehren, umzukehren, Buße zu tun, ja, weg vom Bösen hin zu Gott zum Guten. Ja. Warum? Denn das Reich
ist eine Begründung, ja, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Das bedeutet, das Reich der Himmel, das ist die Königsherrschaft, ja. Da hat es begonnen, da hat Jesus sein Wirken begonnen. Und hier hat er demonstriert, dass diese Königsherrschaft, Gottes Herrschaft, mächtiger ist als die Herrschaft, die auf dieser Welt hier existiert. Das Reich der Finsternis, ja. Und wenn er hier sagt, es ist nahe gekommen, dann heißt das sowohl, durch ihn ist das jetzt nahe gekommen. Da beginnt jetzt dieses Reich, diese Königsherrschaft, die hat nie aufgehört, die ist immer noch da. Nun müssen wir jetzt schauen, wo ist jetzt diese Macht hin, weil Jesus ist ja nicht mehr da. Ja? Und heißt aber auch, es ist nahe gekommen, so nahe, dass jeder Mensch eintreten kann. Ja? Und wir wissen ja, wo die Macht hingegangen ist. Er hat sie uns gegeben. Ja? Werden wir gleich sehen, warum. Auch noch in Markus 1,15 heißt es, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes, eben diese Königsherrschaft, ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das war die zentrale Botschaft, die Jesus hier hatte. Diese Evangeliumsbotschaft, ja, die Botschaft vom Reich Gottes und der Errettung, der Heilung, der Befreiung durch Jesus Christus, das war seine Botschaft. Worüber reden wir? Ja, und wir haben ja oben gesagt, wo Jesus gesagt hat, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern wie der Vater mich gesandt hat und mir ein Gebot gegeben hat, was ich reden soll. Und was sagt er? Johannes 20, 21. Wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich auch euch. Das heißt, so wie der Vater Jesus ausgesandt hat und zu ihm gesagt hat, was er reden soll, genauso sind wir ausgesandt. Und wir haben auch ein Gebot. Ein Gebot, Bestimmtes zu reden. Tun wir das? Erfüllen wir dieses Gebot? Worüber redest du? Worüber rede ich? Ihr kennt alle das Sprichwort, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Ja, wenn man da bei den Sprichwörtern und Redewendungen schaut, wo das herkommt oder wie das beschrieben wird, das wird dem so beschrieben, wenn jemand von etwas sehr angetan, berührt, begeistert ist, dann muss er das zum Ausdruck bringen. Ja, begeistert von etwas erzählen, das man intensiv erlebt hat oder etwas, was man für wichtig hält. Was ist dir wichtig? Das kommt nämlich aus der Bibel. Ja, also der Ursprung von diesem Vers ist aus der Bibel. Das ist der Wortlaut von Martin Luther, hat es so übersetzt, ja, denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Ja, und was ich rede, das zeigt, was da drinnen ist. Im Grunde ist es egal, wer wir sind und was wir erlebt haben. Ja. Ich glaube, dass es viel wichtiger ist, welche Botschaft wir haben. Und wir sollten viel weniger unsere eigenen Werke immer im Gespräch haben oder in Erwähnung bringen, ja. Oder vielleicht sogar nach Empfehlung ausschauen. Ich glaube, es sollte uns viel mehr daran liegen, eher unbekannt zu bleiben. Und viel mehr den Vater, unseren Papa, Mama, ja, unseren Herrn Jesus Christus und diese Königsherrschaft zu verherrlichen und darüber zu reden. Ich glaube, wenn wir das wirklich tun, dann ist das ein wirklicher Sieg über das Ich, über das Ego, über die Welt. Ja, ja, ich möchte nochmal abschließen mit den Johannes 12, 49. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern wie der Vater mich gesandt hat und mir ein Gebot gegeben hat, was ich sagen und was ich reden soll. Was ich nun rede, rede ich so, wie der Vater mir gesagt hat und nicht aus dem eigenen. Ja, da sollte uns tagtäglich, sollten wir uns daran erinnern und aufpassen, worüber wir reden. Dieses Reich verherrlichen wir oder verherrlichen wir die Königsherrschaft Gottes. Ja, und zu guter Letzt möchte ich noch einmal einen kleinen Spendenaufruf machen, weil wir dürfen
Gott hat uns viele Türen da draußen in der Welt aufgetan, ja, weil es heißt ja in Matthäus 24, 14, predigt das Evangelium in der ganzen Welt und da wird das Ende kommen. Ja. Sind wir eh wieder beim Thema, worüber wir reden sollten, und wir tun das, ja. Und wir dürfen mittlerweile in Kirchen und in Gemeinden in Pakistan, in Indien, in Kenia, in Australien, Kalifornien, Mexiko, Uganda und Nigeria, dürfen wir in Kirchen und Gemeinden wirken. Und das ist eine wirklich wunderbare Aufgabe, weil die Menschen dort hungrig sind nach dem Wort Gottes. Ja. Da musst du nachrennen und zeigen, was da drinnen steht. Die wollen es ja, die sagen auch mehr, gibt uns mehr. Ja. Und die sind sehr arm, diese Menschen dort. Die haben nicht einmal Bibeln, viele. Ja. Und sie bitten uns dann natürlich auch, ob wir ihnen nicht Bibeln kaufen können, was wir auch tun. Ja. Nur sind unsere Spendengelder unten, ja, ich habe eh schon einmal einen Aufruf gemacht, war eigentlich sehr enttäuscht, weil ich glaube, das Video, wo ich den Aufruf gemacht habe, war über 1000 Mal aufgerufen. Letztendlich haben zwei gespendet. Und das ist traurig, denke ich mal. Wir haben so viel, wir sind im Überfluss. Und wenn jeder 10 Euro gibt, können wir schon eine Bibel kaufen, ja. So helfen wir auch, das Evangelium zu verbreiten. Was wir tun, wir schicken denen auch unseren 6-Punkte-Workshop und die machen das durch und die sind, ja, die nehmen das auf. Ja, wunderbar, eine wunderbare Möglichkeit, die uns Gott hier gegeben hat. Ich stelle euch unten einen Link rein, da könnt ihr was hinspenden und wir kaufen dann um euer Geld die Bibeln, damit diese Menschen das Evangelium von Jesus Christus erreicht und dass mit diese Wahrheit sie frei macht. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer Gottes reichsten Segen und aufpassen, worüber du sprichst.